Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Givaldo und herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Ja, wir sind beim letzten Mal genau hier stehen geblieben, bei dem guten Herrn Elitekrieger. Ich habe noch kein Rezept gegen ihn gefunden, ehrlich gesagt. Und ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich gegen ihn vorgehen soll. Ich laufe mal um ihn herum. Mal gucken, was passiert. Oh mein Gott, was, warum? Ich habe ihn noch anvisiert. Warum ist er nicht mehr anvisiert? Ich habe keine Ahnung, was ich gegen den machen soll. Der ist so schnell. Und der hat mich schon wieder erwischt. Zu schnell. Und meine Anzeige unten ist immer so schnell voll. Warum wird seine nicht so voll? Okay. Wow, was passiert hier? Warum wehrt er sich nicht? Alter, okay, wir haben ihn einmal erwischt. Ja, krass. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, ehrlich gesagt. Wir machen genau dasselbe nochmal. Er macht immer denselben Move. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert. Funktioniert! Mach ihn fertig! Mach ihn fertig, Mann! Oh mein Gott, stirb! Yes! Oh mein Gott, was für ein Glück! Ich hab einfach Rockdown! Ich hab keine Ahnung, was passiert ist hier gerade! Eine lose Gebetsperle! Ich bin gerade etwas geschockt! Hä? Hey. Warum ist er gestorben jetzt? Und warum hat er drunter nichts an? Doch, er hat was an. Er hat eine Windel an. Okay, ich bin echt geschockt gerade. Wir haben ihn echt fertig gemacht. Ich hatte bis gerade eben keine Ahnung, wie ich gegen ihn vorgehen soll, ehrlich gesagt. Ich wusste es nicht. Ich wollte nur mal gucken, wie man ihn am besten fertig macht. Und ich hab's geschafft. Ich meine, na klar hab ich's geschafft. Ich bin der Givaldo. Gott. Ich bin echt gespannt. Also, das gucke ich mir später selber nochmal an. Also, ich weiß gerade echt nicht, was passiert ist, Freunde. Ich hab diesen Angriff hier gemacht. Hier, wie heißt der nochmal? Ichimonji. Doppel. Die ganze Zeit. Ich habe das die ganze Zeit gemacht. Der hat sich nicht gewehrt. Hier, so. Ich kack ab, Mann. Das glaube ich ja nicht. Ich muss rasten. So, wir können wieder weiter. Ich schaue mir mal an, was in dem Raum so alles gibt. So, da liegt ja was. Alter. Und da kann man auch was lesen. Erstmal das Objekt. Eine Aalleber. Wundersames Mittel vom Altar des Aschinger-Clans. Das Blitzeverband. Reduziert deutlich den Schaden durch Blitzangriffe und die Statusanomalie Schock. Alles klar. Was gibt's denn hier zu lesen? Hängende Schriftrolle einer Schlacht. Einst lauerten Geister in den Ländern Aschinas. Ihre Blitze stammten von den Göttern des Urquells. Normale Mittel hielten sie nicht auf. Halt dich vom Boden fern und kehre die Blitze um. Ist das ein Tipp? Halte dich vom Boden fern und kehre die Blitze um. Blitzumkehr. Der Blitz fährt durch jene, die auf den Boden stehen und macht Bewegung unmöglich. Wer in der Luft ist, kann den Blitz abwehren und stattdessen auf einen Feind lenken. L1 bei Blitztreffern in der Luft aufladen. R1 vor der Landung Blitzumkehr. Das haben wir jetzt gelernt. Geil. Ja, cool. Alter. Boah.
Ich bin gerade immer noch im Schockzustand. Ich habe keine Ahnung, wie ich den wegbekommen habe. Das war so ein Kackglück, wirklich. Kann man euch zerstören? Nein. Oh Gott, okay. Gut, ja, haben wir geschafft. Kein Problem. First try. Nein, natürlich nicht first try, aber... okay, das Fenster ist offen, da kann man raus. Will ich da raus? Wer pfeift da? Wer pfeift da? Bist du das da oben? Oder bist du das? Warum wird hier gepfiffen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Hilfe! Ach du Scheiße. Ich hau ab. Okay. So, ich bin jetzt... Will ich da jetzt hin? おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。Großvater. So か? Ist das Emma? Mikoyo. もう一度言う. Und das ist der Junge. フシの契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を落とし、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。 Da ist er schon. Oh mein Gott. Ernsthaft? Wir kämpfen noch nicht jetzt gegen den, oder? Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wir haben keine Chance, wir haben keine Chance. Oh nein. Bitte, 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 kein Kampf. Alter, ich will nicht gegen den kämpfen. Alter, wir haben keine Chance gegen den. Ich mach meinen altbewährten Trick. Okay, das klappt bei dem nicht, leider. Hätte er sein können. Warum ist er eigentlich so groß? Wow. Okay, der ist hart. Ich will meine Trinkflasche nehmen. Danke. Schon wieder fast tot. Ich habe ihm noch nichts abgezogen, ehrlich gesagt. Keine Kürbiskerne mehr. Wow. Oh. Sollten wir diesen Kampf hier gewinnen? Müssen wir den gewinnen? Na, drehst du dich um? Musst du nicht, ne? Oh mein Gott.
Okay, es gehörte nicht zur Story zu sterben. Wir müssen ihn tatsächlich besiegen. Wie soll man das denn jetzt machen, Mann? Ist das nicht der Gegner? Scheint mir ein bisschen früh zu sein, oder? Okay. Okay, das scheint mir wirklich ein bisschen früh zu sein, da hochzugehen. Vielleicht kann man ja woanders hin. Ich meine, man kann raus und dann links rum. Aber wer zum Henker pfeift hier? Okay, wenn ich da hochgehe, geht's wieder los, ne? Aber da unten waren wir schon. Das bringt mir ja gar nichts. Und ihr? Nein, das bringt nichts. Ich kann nur hochgehen. Ich muss tatsächlich gegen dieses Monstrum kämpfen. Alter. Wie soll ich das schaffen? Oh mein Gott. Das Spiel macht mich wieder fertig. Ups. Ja, läuft wieder. Ich will da nicht hin. Nein. Kommt jetzt wieder diese Zwischensequenz? Ich hoffe nicht. Kann man die überspringen? Sag mir, man kann die überspringen. Man kann sie nicht überspringen. Gott. Warum, Freunde? Ihr könnt euch doch denken, dass ich hier tausendmal sterben werde. Warum kann man das hier nicht überspringen? Oh. Darf ich mir das schon wieder angucken? Warum? Ich drück alle Knöpfe, es geht nicht. Mann, ist das dämlich. Ich kann mir das doch nicht jedes Mal jetzt wieder reinziehen, Freunde. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, das mache ich auch, aber ich würde gerne überspringen. Oh Mann. Rasier dich mal. Alter, der ist super stark, der Typ. Auch nur einen Moment, weißt du, der macht hier auf Dicken und dann verliert er dick. Doppelt so dick. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind noch nicht wirklich bereit für diesen Kampf. Kann das sein? Ich habe nur so einen Verdacht. Oh Mann, spring doch. Das läuft ja richtig gut. Ich hab keine Ahnung, wie ich den umhauen soll. Thank you.
Weg, 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 weg. Nimm dir einen Kürbis. Wow. Okay, 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 okay. Okay. Der wird mir doch ein bisschen zu lästig. Krass. Okay, ich glaube, wir müssen etwas stärker werden für ihn. Ich habe ihn jetzt die Hälfte runtergehauen, aber es nervt mich sehr, dass man diese Zwischensequenz nicht überspringen kann. Wirklich. Das ist echt ätzend. Scheiße. So, wir sind wieder hier. Tja. Wo kann ich denn jetzt hin? Haben wir hier überhaupt alles uns angeschaut? Das haben wir uns angeguckt, okay. Ich guck nochmal gerade, falls wir irgendwas übersehen haben sollten. Oh, ach, hier sind ja noch zwei. Vielleicht können wir ja einen wenigstens umhauen. Und dann den nächsten. Der hat uns echt umgehauen. Warum ist denn da eine Tür aufgegangen? Da war doch gar nichts. Okay. Auferstehen. Und das war's für dich. Was? Der Penner hat sich umgedreht. Boah, die sind echt kacken schwer. Oh, okay, den hab ich. Oh, gut. War doch gar kein offener Durchgang, egal. Was haben wir denn hier? Keramiksplitter, ja Wahnsinn. Was ist das denn hier eigentlich? Will ich das überhaupt wissen? Wer sieht mich denn jetzt hier? Ist doch niemand. Was sind das hier für Raben wieder? Will ich gegen euch kämpfen? Ihr seid nur bekloppte Gegner, habe ich das Gefühl. Okay. Die sehen mir recht stark aus. Probier's mal. Und ich probier's nicht. Gut. Okay, einen kriege ich bestimmt weg. So. Den anderen vielleicht auch? Nein. Alter, beruhig dich mal. Okay, ich muss hier weg. Ich muss mir mein Zeug nehmen. Die sind so schnell. Scheiße. Oh Gott. Warum muss dieses Spiel so schwer sein? Warum nur? Oh. Teilweise sehr frustrierend. Scheiße. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin nur froh, dass wir den Typen hier... Ich bin immer noch so froh, dass wir den umgehauen haben. Oh, geil. Okay, wir gehen nochmal runter. Wir wissen, was das hier unten war. Hier, guck mal, da ist doch eine Wand. Die habe ich einfach kaputt gemacht.
Aber dann wissen. Dreh dich um, Mann. Kann man hier einfach durch? Man kann die einfach kaputt machen, die Wand. Okay, kann man das mit mehreren Wänden machen? Das ist doch bestimmt ein Geheimraum hier. Interesting. Ups, Entschuldigung. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Hier ist ja auch so eine komische Wand. Nö, hier... Ja... Klar, man kann diese Trommel nicht kaputt machen. Klar. So, euch drei. Wie mache ich euch denn fertig? Wenn überhaupt. Hier habt ihr ganz viele Federn, ne? Das war nicht so gut. Ich bin zu langsam. Diese Angriffe, die ich verwende, sind zu langsam. Okay. Wo gehe ich denn jetzt hin? Also, ich werde nicht nochmal da hochgehen, bis ich nicht mich ein bisschen aufgelevelt habe. Ich glaube, ich muss wieder farmen, Freunde. Ich glaube, ich muss wieder farmen. Ich sehe schon kommen. Aber wo mache ich das? Mache ich das hier? Vielleicht mache ich das sogar hier. Ich weiß es noch nicht. Ich suche mir einen Farming-Spot und mache hier eine kurze Unterbrechung. Und wir sehen uns aber gleich wieder. Wahrscheinlich dieselbe Folge noch. Und ich versuche dann nochmal mein Glück. Hier oder woanders. Mal gucken. Wir sehen uns gleich wieder. Also bis später. Ciao. So, da wären wir wieder. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir nicht mehr auf der Ashina-Burg, um gegen überstarke Gegner zu kämpfen, sondern wir sind hier auf dem Hirata-Anwesen. Oh. Und zwar in der Vergangenheit. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir waren in der Story viel zu weit fortgeschritten. Das heißt, wir sind an einem Punkt gewesen, an dem wir noch gar nicht hätten sein dürfen. Und wir haben hier auf dem Hirata-Anwesen noch einiges zu erledigen. Wir können hier nämlich noch eine Erinnerung finden und zwei Gebetsperlen. Und da würde ich einmal sagen, dass wir hier durchstreifen. Ich kann noch mal schauen, ob es wirklich... Gebetsperlen waren. Ja, zwei Gebetsperlen und eine Erinnerung können wir hier noch finden. Und warum auch nicht? Ich denke, wir bekommen hier es mit etwas einfacheren Gegnern zu tun als auf der Ashina-Burg. Und ja, ich habe mich im Internet informiert, ohne mich zu spoilern natürlich. Es ist so, dass wir hier einmal durchstreifen sollten, bevor wir überhaupt auf die Ashina-Burg gehen. So habe ich das verstanden. Und dann würde ich sagen, dass wir das machen. Ja, aber auf dem Weg machen wir natürlich alle fertig. Alle, die gehen. So, ich versuche, so gut wie möglich durchzukommen. Es ist natürlich auch eine gute Aufgabe und eine kleine Übung, hier durchzukommen ohne irgendwelche größeren Probleme. Ich würde aber sagen, dass wir uns auf dem Hauptweg bewegen, auf diesem hier nämlich, und einfach mal weitergehen, als wir es beim letzten Mal, als wir hier waren, fortbewegen. Wow. Okay, du erwischst uns hier gerade sehr gut. Aber das hat auch ein Ende. Sehr schön.
So, nehmen wir alles mit. Ich denke, dass wir jetzt auch von der Stärke her besser hier reinpassen in dieses Gebiet. Wir haben uns etwas aufgelevelt. Wir sind bereit für das Hirata-Anwesen. Komm her, Fackelmann. Ja, ja, schrei doch mal rum. Bevor ich mir auf der Ashina-Burg ein Bein breche und einfach nicht weiterkomme, ja, ist es so, glaube ich, am besten. So. Und wie man unschwer bemerkt, kommen wir auch hier etwas einfacher durch. Oh. Achso, das war schon ausgewählt. Die Axt bräuchten wir hierfür. Und so kommen wir auch locker an diesen Holzschildern vorbei. Ups. Das war nicht so gut. Das auch nicht. Verdammt, warum? Ich bin zu weit weg. So, jetzt aber. Okay. Gut. So, ab hier ist es wieder etwas ungewiss. Ich weiß gerade nicht, was hier wieder abgeht. Ich habe es vergessen. Schauen wir mal. Kann man da oben vielleicht einen besseren Überblick erhalten? Ich würde sagen, dass wir den hier direkt mal vernichten. Abhauen. Irgendjemand hat uns gesehen. Oh. Tschüss. Wer war das denn? Wer hat uns denn gesehen? Ups. So. Wer ist denn da alles? Okay, da sind noch ein paar Gegner. Da zum Beispiel. Aber hier ist auch hohes Gras oder besser gesagt ein Blumenfeld, wo wir uns schön drin verstecken können. Und das nutzen wir natürlich aus. Oh. Okay, wir sollten abhauen. Ich dachte, wir sind unbemerkt, wenn wir uns aus dem Blumenfeld anschleichen, aber das war wohl nicht der Fall. Wo sind denn die anderen? Ach, da oben. Okay. So. Da ist ein Speerträger. Da gehen wir gleich hin. Okay. What? Da ist schon der Speerträger. Ich sollte abhauen. Scheiße. Ah, es läuft nicht so gut. Wie mache ich das am besten? Wo ist er? Da. Wenn wir hier hochgehen, sieht er uns dann noch? Der Shinobi-Jäger, Enshi von Misen. Okay, der hat zwei rote Punkte. Das heißt, wir müssen ihn zweimal erwischen. Einmal am besten von hier oben, würde ich sagen. Ich hoffe, das klappt. Wenn er sich mal von uns abwenden würde. Macht er das? Die Musik sagt mir was anderes. Okay, wir sollten weg. Ciao. So, wir nehmen mal eine Kürbisflasche. So, sieht er uns noch? Wir sollten abhauen. So, was ist das denn hier eigentlich? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was hier los ist. Wer ist das? Oh, drei Stückige Pagode. Ja, das hat er uns schon mal erzählt. Kann man hier durch? War ich hier schon mal? Ich meine schon. Okay. Ich schaue nochmal gerade hier. Ach, hier ist dieses Hühnerding. Oder dieser Vogel. Wo es nur Vögel gibt.
Okay. Stehe ich auch mal auf? Mann. Okay, das war ein Vogel. Der andere ist auch schon weg. Oh, hier liegt ja noch was. Aber gut, dass wir hingekommen sind. Wow. Nicht, dass uns der Vogel hier umbringt. Ich glaub's aber nicht. Der hat uns echt umgebracht. Der fucking Vogel. So, okay. Oh, hier liegt ja auch noch was. Ja. Ungos Konfekt nehmen wir mit. So, dann hätten wir das auch. Ich will ja nicht, dass wir irgendwas übersehen. Kügelchen. Wow. Wir sind wegen Kügelchen zurückgekommen. So, dann gehen wir nochmal Richtung Sperrmann. Wobei, sieht gar nicht so gut aus gerade für uns. Oh, da ist der Sperrmann. Haben wir den von jetzt? Wow. Okay. Einiges stärker. Ich sollte so ein Ding hier nehmen. Wow. Wow. Okay, wir haben eine Gebetsperle bekommen. Sehr gut. Perfekt, das lief gut. Sehr schön. Nehmen wir mit. Okay. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.